Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt ist eine beliebte Messe, um neue Studien vorzustellen. Concept Cars, die vielleicht mal gebaut werden, andere, die nach der Schau gleich ins Museum oder die Schrottpresse wandern. Wir haben uns mal umgeschaut, was inzwischen gebaut wurde und was nicht. Dieses Auto trägt einen großen Namen, Opel Monza. Ob der ansprechende Flügeltürer jemals in Serie gehen wird, ist unklar. Der Infiniti Q30 Concept ist, wie es der Name schon sagt, ein Concept Car. Man spricht davon, dass er 2015 gebaut werden könnte. Das unterhalb des Q50 angeordnete Auto soll eine Alternative zum 1er BMW und zur A-Klasse werden. Mit dem Concept Coupé wagt Volvo einen Ausblick auf die Zukunft, der aber auch an die Historie erinnert. Die Studie nimmt Elemente des P1800 aus den 1960er Jahren auf. Alfa Romeo hat den 4C zwar schon in Genf gezeigt, er ist in Frankfurt aber nochmal dabei. Der Hyundai i10 hat es bereits zur Serienreife geschafft. Ab 9.950 Euro gibt es ihn bei den Händlern. Diese Studie wird es soweit wohl nie bringen. Spiegel Online beschrieb das Äußere des Lexus LF NX wie folgt. Der Wagen ist eine Dekonstruktion auf Rädern und sieht aus, als sei er zweimal vom LKW gefallen, ehe er dann doch auf dem Messestand ausgestellt wurde. Anscheinend hat dem Redakteur das Design nicht gefallen. Citroën zeigt eine SUV-Studie namens Wild Rubis. Dieses Auto soll zeigen, wie ein mögliches SUV der DS-Baureihe ausschauen könnte. Der Cactus ist ebenfalls ein Concept Car. Mit ihm gibt man einen Ausblick auf künftige Modelle der C-Linie. Dieser kleine Toyota Yaris hat das Know-how eines ganz Großen in sich, nämlich des Sportprototypen aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Der Yaris Hybrid R ist ein Rennauto, das nach den GRE-Regeln der Motorsportbehörde FIA gebaut wurde. Das garantiert, dass der insgesamt 420 PS starke Rennzwerg weltweit in verschiedenen Rennserien starten kann. Der Mercedes GLA ist keine Studie mehr. Er ist der Vorstoß der Stuttgarter in das Segment der kompakten SUVs. Anders schaut es beim Smart Concept for Joy aus. Ob er jemals gebaut werden wird, das steht noch nicht fest. Mit der Studie 308R zeigt Peugeot in Frankfurt einen potenten Kompakten. Er wird vom 1,6 Liter Turbo aus dem RCZ angetrieben und leistet 270 PS. Das könnte der neue Renault Espace werden. Die Studie Initiale Paris ist eine Mischung aus Van und SUV. BMW i3 und i8 waren viele Jahre in immer unterschiedlichen Varianten als Studie auf den Messen rund um den Globus zu sehen. Nun ist die Fertigung beschlossene Sache.